Hi Leute, ich bin Bo, Make-up Artist und Creator für MAC Cosmetics Germany und ich habe heute die Ehre, euch die neue Hint of Hollywood Collection zu zeigen. Wie ihr wahrscheinlich schon erraten könnt, geht es um Glamour und einfach diesen Vibe, den Hollywood ausstrahlt, und da fängt es bei der Kollektion schon mit dem Packaging an. Phänomenal! Ich zeige euch mal einmal das Packaging dieses Kits. Da ist einmal eine Palette, ein Kajal und eine Mascara drin. Ich zeige hier auch nochmal einmal das Mini-Lipstick-Kit. Und das Packaging ist einfach Old Classic Hollywood. Für mich bringt diese Kollektion einfach Hollywood nach Hause, damit du dich quasi fühlst, als würdest du dich gerade fertig machen, um auf den Red Carpet zu gehen. Deswegen habe ich mir auch extra voluminöse Hollywood Curls heute gemacht und mache jetzt eben mit dem Make-up weiter, damit ich danach perfekt gestylt, ready für den Red Carpet bin. Bevor ich anfange, können wir mal bitte über diese Paletten sprechen? Ich zeige euch zuerst einmal diese Palette. Die ist aus dem View from the Top Kit in Medium. Und das hier ist aus dem View from the Top Kit in Light. Bei beiden Kits habt ihr jeweils noch meine absolute Lieblingsmascara, die in Extreme Dimension Mascara, und einen Kajal mit dabei. Bei der Light ist es der Kajal in Teddy und bei der Medium ist es der Kajal in Prunella. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil normalerweise würde ich auf jeden Fall zu der Palette aus dem Light Kit greifen, aber it's Hollywood, right? Deshalb wird es heute die Medium Palette, mit der ich mich Red Carpet ready mache. Was ich immer brauche, aber vor allem, wenn es lange und gut halten soll, ist ein Paint Pot. Und ich nehme meine Lieblingsfarbe, die Farbe Lane Low. So, und ich habe mir das auf den 252er gegeben. Geht aber auch ganz easy mit dem Finger. Ich mache heute mal was ganz Unkonventionelles und fange mit dem hellsten Ton an in der Palette und der Name alleine. Lights Camera Maction. Und der kommt einmal unter die Augenbraue direkt und eben in den Innenwinkel. Jetzt gehe ich in die Farbe She's Attached mit meinem 221er. Das ist ein kleiner Blendepinsel. So, und gehe jetzt hier in die Lidfalte. Bleibe aber vor allem da an einem Punkt. Blende von da aus. Und ich bin relativ nah an der Augenbraue. Was ich jetzt mache, ich lasse quasi diesen Teil frei und biege mir den Pinsel gerade, wie ich es möchte, und fange hier hinten wieder an. Bevor ich weiter auswende, gehe ich einmal in diese Farbe, We're Rolling, mit dem gleichen Pinsel und schattiere beides doch nochmal ein bisschen mehr ein. So, normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich in diese Farbe gehen. Normal is boring. Mega schöner Ton, aber ich benutze diese. Let's go, Weehoo heißt die Farbe. Und dafür benutze ich jetzt einmal meinen Finger. Und die kommt jetzt in die Mitte auf mein Augenlid. Die Farbe blende ich jetzt mit dem 217er aus. Ich mache ein Glam Smoky Eye. Und ich liebe eben diesen Akzent, dass das frei bleibt. In die dunkelste Farbe der Palette, Everybody's a Critic. Und einem flachen Lidschattenpinsel. So, gehe erstmal an meiner Wasserlinie entlang. Nehme dann den 238er und auch wieder den dunkelsten Ton. Und der kommt jetzt nach ganz außen. So, ich nehme jetzt Prunella aus dem Kit, gehe da einmal an meine Wasserlinie, also direkt in die Wasserlinie. Jetzt gehe ich wieder in Let's Go Weehoo und mit dem verblende ich quasi jetzt Prunella. Und um jetzt oben und unten quasi wieder zusammenzubringen, nehme ich den allerersten Ton, den ich benutzt habe, den She's Attached, wieder mit meinem ganz feinen Blendepinsel und blende oben und unten zusammen.
So, jetzt nehme ich einmal die In Extreme Dimension Mascara. Die ist mit in dem Kit dabei. Meine absolute Lieblingsmascara. Ich habe mir jetzt noch Wimpern aufgeklebt. Und zwar sind das die Goddess-Wimpern. Allerdings habe ich die in der Hälfte durchgeschnitten, um eben bei diesem Thema, diesem Half-Crease-Thema zu bleiben. Ich wollte eben diesen Negative Space, den ich in der Lidfalte kreiert habe, betonen. Und von daher hätte ich jetzt den ganzen Wimpernkranz der Fake Lashes genommen, hätte das so ein bisschen davon abgelenkt. So, die Augen sind fertig. Machen wir mit dem Gesicht weiter. Und da nehme ich einmal das Blush with Fame Kit. Das ist einmal das Rouge, was ihr bekommt. Blush with Fame. Und den 161er Rougepinsel. Und dann lasst uns das Rouge doch gleich mal ausprobieren. Schaut euch mal diesen Glow an von dem Rouge. Aber den verstärken wir jetzt noch, denn es gibt ein Fix Plus Kit. Da bekommt ihr zwei Originalgrößen Fix Plus und ein Mini Fix Plus mit Kokosnussgeruch. Deswegen heißt das Set auch Hint of Coconut. Und genau das benutzen wir jetzt auch einmal. So, jetzt kommen wir zu den Final Touches. Und zwar den Lippenstiften. Und die wollte ich euch jetzt auch einmal alle swatchen, damit ihr die Farben genauer sehen könnt. Und zwar haben wir hier einmal Hollywood, Run for the Hills, LAX Adesicle, Lax Adesicle, A Dozen Melroses und Ruby Woo. Ich glaube, ich benutze den Run for the Hills. Run for the Hills ist übrigens ein Cream Sheen. So Leute, das ist mein fertiger Hollywood Glam Make-up Look. Ich bräuchte jetzt nur noch ein kleines schwarzes und dann wäre ich ready für die Limousine, die mich zum Red Carpet bringt. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Es ist einfach mal eine andere Herangehensweise an ein Smoky Eye. Wenn der Look euch gefallen hat oder ihr ihn vielleicht sogar nachschminkt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Muah.